Peace, Leute, was geht ab? Das ist Calvin. Ich bin's Marvin. Heute gibt es TikTok Lifehacks Teil 4. Leute, wir haben wieder geile TikTok-Hacks für euch, die wir euch vorstellen. Und Leute, ihr wisst Bescheid, jetzt schon mal Daumen hoch für einen neuen Teil TikTok Lifehacks. Und wir fangen direkt an. Erster Lifehack. Let's go! Lifehack 1. Wie ihr eine Kerze unter Wasser anzünden könnt, beziehungsweise dass sie angezündet bleibt. Ihr legt die Kerze auf das Wasser drauf. Die wird dann schwimmen. Dann zündet ihr die Kerze an. So, jetzt brennt die. Bisschen, machen wir noch ein bisschen mittiger. Okay, jetzt nehmt ihr euer Glas und tut ganz schnell die Kerze umhüllen. Oho. Und sie brennt. Unter Wasser, Leute. Oh mein Gott. Könnt ihr Leute zeigen, Leute mit Beeindruckung. Unter Wasser brennt eure Kerze. Crazy, oder? Leute, ihr seid wieder gefangen mit Kabelbindern und ihr habt diesmal keine Schnürsenkelstart wie beim letzten Mal. Dann gibt es auch einen einfachen Trick, und zwar müsst ihr euer Knie benutzen. Also ihr müsst den Kabelbinder genau hier treffen mit dem Knie und dann müssten die aufgehen. Bist du ready? Ready. Und oh. Oh. Boah, ist das weggeflogen. Alter. Leute, es tut zwar ein bisschen weh, aber man kommt frei. Krass. Aber macht's lieber nicht aus Spaß nach, Leute. Nur wenn ihr in ernster Gefahr seid. Yeah. Nächster Lifehack, und zwar, wie ihr schaffen könnt, das Wasser im Glas schweben zu lassen, obwohl ihr das gerade auskippt. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Pappe. Dann drauf. Ihr macht den hier. Und. Okay, nächster Versuch. Zweiter Versuch, ihr braucht doch glatte Oberfläche. Also es kann Pappe sein, aber es muss eine glatte Oberfläche sein. Nochmal. Und, bist du bereit? Und? Wow! Klappt also! Yeah! Leute, ihr wollt reisen und wollt eure Lieblingskissen mitnehmen. Aber die passen nicht in den Koffer oder sonst wohin, weil die zu fett sind. Gar kein Problem. Ihr nehmt euch einfach einen Müllbeutel, tut die da rein. Dann, Leute, packt ihr euch einen Staubsauger. Zack. Macht das hier einfach rein. Und verschließt das. Luftdicht. Und jetzt saugen wir die ganze Luft daraus. So, das müsste reichen. Jetzt zieht ihr das raus. Und so könnt ihr das easy in den Koffer packen, Leute. So passt das easy rein. Obwohl da zwei fette Kissen sind. Genau. Könnt ihr auch noch weiter schrumpfen lassen. Und wenn ihr dann loslasst und die Luft reinlasst, dann habt ihr wieder schöne, kuschelige Kissen am Start. Die sich auch pumpen. Yes. Wenn ihr Kartoffeln schälen wollt und faul seid, dann, Leute, holt ihr euch einfach einen Handbohrer. Steckt den hier rein. Zack. Und könnt dann die Kartoffel schälen, indem ihr einfach nicht so machen müsst. Dann spart euch die Handbewegung, sondern müsst einfach nur dran halten. Okay, mal gucken, ob es klappt. Dreht sich, ne? Wir haben jetzt nur so einen kurzen Aufsatz, aber versuchen es nochmal, um es zu demonstrieren. Nochmal tiefer reingesteckt. Und jetzt, so ist ja die Bewegung. Und. Wow. Ein bisschen Schale geht ab. Ja, hat ein bisschen geklappt. Okay, Leute, der Aufsatz ist ein bisschen klein. War jetzt ein Fail, würde ich eher sagen. Aber wenn ihr einen längeren Aufsatz habt, könnte es klappen. Dann fliegt euch das nicht immer um die Ohren, die Kartoffel. Leute, wir wollen eine Zitrone auspressen, aber wir haben keinen Bock, die zu schneiden. Dann mit dieser Presse auszupressen, gar kein Problem, Leute. Ihr braucht nur diese Zitrone und diesen Stab. Den stecken wir hier in diese Beule rein. Einfach so waagerecht hineingleiten. Ein bisschen mit Schmackes. Zack. Jetzt, Leute, wurzeln wir da ein bisschen rum, dies, das. Oh. Einfach ein bisschen rumwursteln hier drin, ein bisschen dies, das. Und, Leute, wenn ihr jetzt hier guckt und ein bisschen drückt, seht ihr, der ganze Saft kommt hier rausgepresst. Wir können hier auch noch mal ein bisschen mehr hier zermatschen.
Leute, wie beim Zähneputzen. Genau. Einfach drumrum ein bisschen rummatschen. Es gibt da jetzt einen ordentlichen Saft hier. Genau. Und raus, wir gucken. Oh, wow, 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 wow. Und Leute, ihr könnt die so einfach rauspressen. Und ihr habt Zitronensaft nonstop, Leute. Also so kann man auch eine Zitrone mal ganz simpel schlachten. Yes. Und einen gesunden Vitamin C Drink. Wenn ihr mit Kunst nicht viel zu tun habt, aber Leute künstlerisch beeindrucken wollt, braucht ihr eine Schale mit Milch, ein bisschen Milch rein. Dann braucht ihr Lebensmittelfarbe. So, wir haben jetzt hier drei Farben, einmal blau, gelb und rot. Und wir machen von jeder Farbe einen Klecks hier rein, in die Milch. Einmal hier, dann blau. Und dann einmal gelb. Okay, die ist ein bisschen abgesunken, warum auch immer. Aber egal. Dann braucht ihr ein bisschen Spülmittel und reibt einen Q-Tips dran. Ups, haben wir hier Spülmittel dran. Und jetzt schaut mal, wie das reagiert. Wow, habt ihr das gesehen? Jetzt ins Blaue. Boom! Wo nochmal? Wir wollen das jetzt richtig wissen. Seht ihr den Klecks? Bam! Wow! Wow! Oh mein Gott. Diese Reaktion, ey. Gelb. Rot. Und blau. Alle Farben, Leute. Blau kommt auch noch. Hey Leute, hier steht blau und das war gerade gelb. Was ist denn jetzt los? Oder was, Leute, willst du das wissen? Ey! Das ist einfach gelb. Das ist gelb, das steht blau. Obwohl, ja blau, Leute. Betrug! Oh, dann. Betrug! Betrug und Betrug! Spielmittel und... Boah, oh. Alter! Komplett eliminiert. Boom! Aber krass, wie das weggeflogen ist, ne? Und gleich machen wir mal alles rein. Hier nochmal. Hey, jetzt direkt hier. Und? Boah, was ist das denn? Boah! Das hat schon zu viel reagiert. Okay, wir haben es schon ausgeschöpft. Wir haben ja drei Zutaten, und zwar eine Zitrone, eine Batterie und ein 2-Euro-Stück. Wie ihr es schaffen könnt, dieses 2-Euro-Stück mit diesen zwei Sachen zum Vibrieren zu bringen, zeige ich euch jetzt. Wow, Alter! Boah, mit einer Zitrone und einer Batterie, Leute. Krank. Probiert's aus, ihr werdet sehen, Mann. Leute, ihr seid viel unterwegs und geht viel auf öffentliche Toiletten und auf manchen ist keine Seife. Wie ihr das verhindern könnt, Leute, ihr nehmt euch eine Seife, die müsst ihr nicht mitnehmen, ihr könnt die einfach schälen, Leute. Ihr schält euch ein paar Stücke Seife. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt ein Plättchen Seife. Das können wir in den Behälter tun. Da können wir jetzt noch mehr machen. So, hier haben wir noch eine Rolle. Zack. Hier haben wir auch eine Rolle. Zack. Hier noch eine Rolle. Zack. Jetzt können wir diesen Mini-Behälter verschließen. Und Leute, wir haben jetzt immer unterwegs Seife, Leute. Das könnt ihr euch in die Tasche tun. Let's go. Leute, wir sind jetzt auf der öffentlichen Toilette. Jetzt machen wir unsere Box auf. Nehmen uns ein Röllchen hier raus. Nehmen uns dieses hier einfach. Zack. Und wir können das jetzt hier an die Hand ein bisschen reiben. Und wir haben Seife, Leute. Hier aneinander reiben. Und wir haben einfach eine Seife für unterwegs und sind immer sauber am Start, Leute. Beste Gefühl, saubere Hände überall zu haben. Leute, kein Problem für den Lifehack. Kein Problem. Gebt einfach ein Like. Vielen Dank. Leute, wie ihr ein Ei zersprengen könnt, einfach mit einem Megafon oder ihr nehmt hier so eine Zeberrolle, Küchenrolle. Und es geht darum, dass ihr einen lauten Ton ertönen könnt mit dem Ding. Nee, muss höher, muss höher. Höher, warte. Höherer Ton. Okay. Alter. Und noch schöne Grüße an Kevin. Und Alina. Bam. Ihr habt uns hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, das einmal machen und uns beiden auf Instagram folgen. Einmal Marfit und mir Kevin Fitti. Denn pro Account suchen wir mal einen aus, den wir hier einbetten. Dafür einfach unser neuestes Bild liken
und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren und vor allem uns folgen, dann habt ihr die Chance, hier eingeladen zu werden. Viel Glück! Wenn ihr wollt, checkt gerne unsere Merch-Shop ab. Erster Link in der Beschreibung mit coolen Stuff. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace! Peace! Peace!